In diesem Video beschreibe ich dir das Krankheitsbild der Hellerschen Demenz. Die Hellersche Demenz, auch als infantile Demenz bezeichnet, ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Die Hellersche Demenz trägt die ICD-10-Kodierung F84.3 und wird dort unter die Gruppe der anderen desintegrativen Störungen des Kindesalters eingeordnet. Nach einer Phase der normalen Entwicklung verliert das Kind innerhalb weniger Monate vorher erworbene Fähigkeiten in verschiedenen Entwicklungsbereichen. Hinzu kommen ein allgemeiner Interessensverlust an der Umgebung, Stereotypien und auch motorische Manierismen. Das Sozialverhalten ähnelt dem eines Autisten. Nach der DSM-Klassifikation soll die Phase der normalen Entwicklung mindestens die ersten beiden Lebensjahre umfassen und der Eintritt der Entwicklungsverluste vor dem 10. Lebensjahr stattfinden. In einigen Fällen kann die Störung einer begleitenden Enzephalopathie zugeschrieben werden. Die Erziehung, Beschulung und Bildbarkeit des Kindes sind stark eingeschränkt. Es kommt zu Schwierigkeiten im Sozialverhalten und zu Problemen mit dem Kontakt mit der Umgebung. Die Stereotypien und die motorischen Manierismen stoßen möglicherweise auf Ablehnung. Die Möglichkeiten einer selbstständigen Lebensführung sind stark eingeschränkt. Eine ursächliche Behandlung gibt es bislang noch nicht. Man versucht, die Symptome zu behandeln.